Der Torx, so ein Innensechskant-Ausdrehsatz hier, ist der ultimative Problemlöser, sollten diese Schraubenköpfe mal beschädigt sein. Was im Satz enthalten ist, schauen wir uns jetzt an. Der Satz wird in einem stabilen Kunststoffkoffer geliefert, dessen Kanten zusätzlich gummiert sind, sollte der Satz einmal herunterfallen, dass die Box und der Inhalt unbeschädigt bleiben. Im Satz enthalten sind dann im unteren Bereich hier vorne Torsionsbits in 1,5 bis 6 mm Sechskant und dann die Torx T10 bis T40. Die Torsionsbits haben den entscheidenden Vorteil, dass in diesem kleinen Zwischenstück hier wesentlich mehr Kräfte aufgenommen werden können, die eine längere Haltbarkeit des Bits bei Maschinenbetätigung garantieren. Als Antrieb im Satz dienen mir einmal ein 1/2 Zoll Bitadapter für Bits mit 10 mm und ein Schnellwechselbithalter in der extra schlanken Variante mit Magnetaufnahme und zusätzlicher Verriegelung. Für beschädigte Torx-Schraubenköpfe sind dann von T10 bis T55 spezielle Bits enthalten, die ein linksschneidendes Profil im Kopf haben, sodass ich, wenn ich dann in meine beschädigte Torx-Schraube gehe, dieses Profil sich in der beschädigten Schraube festfrisst und darüber dann herausdreht. Für beschädigten Innensechskant ist dann der obere Bereich, und zwar von 1,5 bis 10 mm. Prinzip ähnlich wie beim Torx, und zwar habe ich hier wie einen verdrehten Innensechskant. Dieser ermöglicht mir, sich in dem Schraubenkopf richtig festzubeißen, und dann kann ich darüber diese beschädigte Schraube später dann ausdrehen.